Unsere drei sind ganz aufgeregt. Unser Lukas hat nämlich auch... Der Lukas hat Geburtstag. Der große Lukas, wo alle denken, der wird schon 7 oder 8 Jahre, der hat seinen 5. Geburtstag und freut sich ganz doll. Wisst ihr warum? Seine Mama hat gesagt, zum 5. Geburtstag darfst du Freunde einladen. Dann darfst du einen Kindergeburtstag hier bei uns feiern. Mit Freunden. Tom lädt auf alle Fälle ein. Wer war der Tom? Der Kleine. Der Kleine, ne, wo alle immer denken, das ist ein Krippenkind. Aber Lukas, bester Freund. Und? Lisa. Und die Lisa lädt er auch ein. Die Lisa ist zwar ein Mädchen, aber die drei verstehen sich so gut, dass es da gar keine Frage gibt. Und dann hat er noch 2 aus seiner Kindergartengruppe, die er auch mit einlädt, weil die haben wieder Valentin, nämlich ganz viele Dinos. Und wenn die zusammen sind, dann spielen die mit Dinos und Drachen und das macht so viel Spaß. Und da freut sich der Lukas, es gibt nämlich einen Dino-Geburtstag. Hat seine Mama hatte noch nie Zeit dafür. Und eines Tages kommen die in den Kindergarten und da fehlt der Tom. Soll der Geburtstag am Nachmittag sein, der Lukas ist schon ganz aufgeregt und der Tom kommt nicht. Weißt du, was mit dem Tom ist, fragt der Lukas die Lisa. Sagt die Lisa, der Tom ist krank, der hustet und hat Schnupfen und kann nicht kommen. Sagt der Lukas, wieso denn das? Der Tom ist immer gesund und an meinem Geburtstag nicht. Aber macht nichts, wir haben ja trotzdem Geburtstag. Und da sagt die Lisa, Lukas, wir können deinen Geburtstag doch gar nicht feiern. Warum nicht, sagt der Lukas, ich wäre 5 Jahre, ich habe euch alle eingeladen. Ich habe ganz viele Einladungen gemalt, 5 Einladungen habe ich gemalt. Ganz lange habe ich da am Tisch gesessen und mir ganz viel Mühe gegeben, nicht drüber rauszumalen. Und jetzt soll ich nicht meinen Geburtstag feiern? Nee, sagt die Lisa, meine Mama hat gesagt, weil doch jetzt diese komische andere Krankheit ist, die alle Leute haben, die von Tom? Nein, sagte der Tom, hatte das nicht, aber es haben so viele und da darf man sich nicht mehr treffen. Da dürfen sich immer bloß 2 Familien treffen. Und wir sind ja so viele, zählt der Lukas. Die Lisa. Der Tom kommt ja schon mal nicht, aber die beiden anderen sind ja auch noch da. Das sind zu viele. Und da könnt ihr nicht zu deinem Geburtstag kommen. Könnt ihr euch den Lukas vorstellen? Der hat sich hingeschmissen und hat auf dem Fußboden getrommelt und hat gesagt, das kann doch nicht sein, ich habe mich so auf meinen Geburtstag gefreut. Aber es ist so, sonst müssen die Eltern ganz viel Strafe bezahlen, konnten die nicht den Geburtstag feiern. Der Lukas saß in seinem Zimmer zu Hause und hat getickscht. Ganz ärgerlich war der. Sein Geburtstag, der Tom krank, der beste Freund. Das kann doch der liebe Gott nicht zulassen. Und als er das denkt, fällt ihm ein. Der Tom hat mal gesagt, wenn man sich was ganz, ganz doll wünscht, dann soll man beten. Manchmal hört der liebe Gott drauf und dann setzt sich der große, starke Lukas hin in sein Bett und sagt, lieber Gott, bitte, 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 ich habe mich so auf meinen Geburtstag gefreut. Ich will jetzt meinen Geburtstag feiern. Mach doch, dass die Krankheit einfach weg ist. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Bitte, bitte, bitte. Amen, sagt er noch. Dann guckt er ans Fenster. Es regnet genau noch so. Geburtstagstisch ist auch nicht gedeckt. Er wollte, die Mama vom Lukas hatte das schon eine Weile gesagt, aber der Lukas wollte das einfach nicht hören. Der hat gedacht, das stimmt nicht. Und dann klingelt's. Jetzt hat's geklappt. Geht er an die Tür. Mach auf. Ist da, wer da steht? Lukas und Tom. Der Tom ist ja krank. Der Lukas ist drin. Lisa. Lukas, ich habe eine Idee. Du warst heute so traurig. Ich lade dich ein. Wir können bei mir zu Hause deinen Geburtstag feiern. Die Frau Müller hat gesagt, die hilft uns dabei. Mit der Lisa einen Geburtstag feiern. Der Lukas hat sich viel gewünscht.
aber doch nicht mit der Lisa, auch noch bei der Lisa. Da gibt's bloß rosa Puppensachen und Barbie und Prinzessin. Was soll ich denn da machen, denkt sich der Lukas. Aber das will er der Lisa natürlich nicht sagen. Der freut sich ja eigentlich, dass die Lisa gekommen ist. Und alleine zu Hause ist auch blöd. Und wenigstens Kuchen gibt's bestimmt bei der Lisa. Naja, gut, aber darf ich wenigstens ein Dino mitbringen? Sagt die Lisa, hast du einen neuen zum Geburtstag gekriegt? Ja, guck mal, und will den der zeigen, sagt die Lisa, das ist aber ein toller Drache. Das ist auch kein Drache, sagt der Lukas, das ist ein Dino. Und überlegt noch, ob er doch mitgeht. Nicht mitgeht, weil wenn die Lisa sich nicht mal auskennt zwischen Drachen und Dinos, was soll denn das für eine Geburtstagsfeier werden? Aber der Kuchen lockt. Da geht der Lukas mit hin, die gehen zur Lisa, kommen ins Spielzimmer und bevor sie da reinkommen, steht die Frau Müller, die Frau, die immer aufpasst, weil Lisas Eltern ja meistens nicht da sind, steht da und hat die Gitarre in der Hand und singt ein Lied, das Lied, was wir auch im Kindergarten singen und was heute der Valentin schon mit hören kann. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, in der Straße Wälder, wieder Sonnenschein. Heute ist ein Geburtstag, ja, feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir Geschenke. Eins von der Lisa und eins von Tom. Hat die Lisa von Tom geholt. Die sind ganz schön klein. Der Lukas hätte gerne so ein großes, aber immerhin besser als nichts. Und er packt das aus. Das erste. Weißt du, was da drin ist? Da guckt was Grünes raus. Da ist ein Dino, den er sich schon ganz lange gewünscht hat. Und dann packt er ganz schnell noch das andere aus. Und was wird dort drin sein? Da ist noch ein Dino drin. Da ist ein Dino-Mann und eine Dino-Frau drin. Oh, sagt der Lukas, weißt du, damit kann man spielen. Da können die eine Familie machen, da können klein... Ach so, sagt der Lukas, nee, du spielst ja nicht so gerne mit Dinos. Naja, sagt die Lisa, komm mal mit in mein Zimmer. Oh, denkt der Lukas, jetzt musste Barbies spielen. Dann guckt er in das Zimmer von der Lisa und da sieht man gar nichts. Wenn ihr die Hände vor die Augen haltet, da seht ihr genau dasselbe, was der Lukas sieht. Macht mal. Hände vor die Augen. Finster, nischt. Und dann geht ein ganz kleines Licht an. Und dann ist da eine große Höhle aus Decken gebaut. Und in der Höhle drinne stehen ganz viele Dinos. Die hat die Lisa nämlich von Tom geholt. Die Lisa hat wirklich keine. Die hat die sich ausgeborgt und da haben die die dorthin gestellt. Und die Lisa gibt sich ganz viel Mühe den ganzen Nachmittag mit dem Lukas,
mit den Dinos zu spielen und in der Höhle, das ist ganz, ganz toll. Und da bauen die noch mehr Höhlen und Verstecke für die Dinos und merken gar nicht, wie schnell es auch draußen dunkel wird und wie schnell es abends ist. Da muss man die Augen zumachen, dann kommt die Höhle im Kopf wieder, Benjamin. Der Lukas hatte einen ganz anderen Geburtstag, so hat er sich nicht vorgestellt, aber es war ein ganz schöner Geburtstag und so geht das manchen. Manchmal wünscht man sich was und dann kommt es ganz anders. Aber manchmal ist es dann auch schön, wenn man es sich schön macht. Und der Lukas freut sich, dass er mit der Lisa mitgegangen ist, weil das war ein ganz toller Geburtstag und den Geburtstag zu Hause, den feiern sie garantiert nach. Das hat ihm seine Mama versprochen. Und euch wünsche ich jetzt einen ganz schönen Tag. Dass der Tag vielleicht auch genauso toll wird, dass ihr heute Abend sagt, das war ein richtig schöner Tag.